Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Servant Turf Box von Asimemo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Surf and Turf von Asimemo, das Ganze heute am 21. September erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, also vielleicht mal kurz noch etwas zum Titel, da das glaube ich bei vielen irgendwie Fragezeichen hervorgerufen hat oder immer noch tut. Und zwar der Albumtitel Surf and Turf, das ist ein Fachjargon oder ein Fachbegriff aus der Gastronomie, und zwar ist das speziell in Amerika verbreitet. Surf and Turf, das ist ein Gericht, und zwar ist das eine Kombination aus Fleisch, meistens Steak, und Meeresfrüchten, meistens Schalentiere, und genau das sehen wir hier auch aufgetischt. Wir haben hier einmal Generation Aslak präsentiert, Asimemo stehen, dann lesen wir hier den Albumtitel Surf and Turf, wie gesagt, Bezug auf das Essen hier, und dann haben wir hier den Interpreten an dieser reich gedeckten Tafel sitzend, dann haben wir noch eine Flasche Dom Pérignon mit einer Rolex und 500-Euro-Scheinen umwickelt, einen Rotwein und ja, das Hemd ist von Louis Vuitton und jede Menge Schmuck ist auch am Start. Unten haben wir das Ganze in einer Holzoptik, also wie auch der Tisch. Dann haben wir hier die Flasche und eine Zigarre noch abgebildet. Hier oben die Holzoptik, auf der Seite geht das Ganze dann weiter, Salz und Pfeffer. Und auf der Rückseite haben wir hier das nochmal stehen, Zigarettenschneider. Das sieht aus wie ein Cognac-Glas. Okay, Barcode haben wir hier mit drauf. Das Ganze ist eine reguläre Clubbox, geht dann hier auf. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir die Bonus-EP. 1, 2, 3 Sticker. Einmal eine Sonnenbrille inklusive Etui. Und 1, 2 Poster. Von innen die Box glattschwarz. So, dann packen wir die Box mal weg. Und nachdem wir hier das Album noch in der Folie haben, werden wir dieses Mal aus der Folie befreien. Jawohl. So. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier, wie auch schon auf der Box, den Interpreten abgebildet. Surf and Turf hier in dem Fall nicht mehr mittig am Tisch, sondern oben rechts. Das Ganze kommt in einem Standard Toolcase. Auf der Seite lesen wir nochmal Albumtitel plus Interpret. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier 13 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier Features von Capo, Nimo, Luciano, Tommy und Kalim. Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Booklet. Sieht so aus. Und zwar haben wir hier weitere Eindrücke. Hier wird wieder gegessen und mit einer Shotgun herumgeschossen oder zumindest herumgezielt. Dann haben wir hier einen Mittelfinger aus dem Cabrio. Die Credits zu den einzelnen Tracks, wer war daran beteiligt bzw. wer das Ganze produziert. Und hier Asimemo vor einem Mercedes Cabrio. Weitere Aufnahmen aus einem Cabrio. Und hier zum Abschluss nochmal Essen und Zigarre rauchen. Schrotflinte immer am Start. Dann haben wir hier noch die Credits zum Album. Und hier zum Abschluss noch ein Generation Aslak Logo und Schriftzug, das ja das Label, das Sublabel von Aslaks über das Asimemo released. So sieht das Ganze aus. Die CD. Auf der Rückseite auch nochmals Asimemo am Essen. Dann haben wir mit dabei keine Instrumentals, sondern eine Bonus-EP. Und zwar nennt sich das Generation Aslak Label EP Volume 1. So sieht das aus in Steingrau und Gold.
auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, und zwar haben wir 5 Tracks an der Zahl. Wir haben einen Track von Asimemo mit Enno, dann haben wir den Track Cartier von Enemy, dann Asimemo und Capo mit Fluss, in dem Fall eine Remix-Version, Enemy mit Eis und dann Sufjan, Hab die Straße im Blut 2. Also 5 Tracks, die sind ja schon teilweise bekannt und auch schon per Video ausgekoppelt. So sieht das aus, Generation Aslak. Und das Ganze kommt in einer Papphülle, in einem Digisleeve. Dann haben wir mit dabei 3 Sticker. Also hier 3 Sticker in Hochglanzoptik, in quadratischer Form. Hier haben wir Asimemo wieder am Dinieren, also das ist das Cover hier. Dann haben wir einmal den Schriftzug und viele im Hintergrund. Und dann haben wir einmal Generation Aslak in Schwarz und Gold. Schöne Sticker. Poster haben wir ebenfalls mit dabei. Und zwar einmal dieses Poster hier. Das kennen wir schon aus dem Booklet. Dieses Foto Asimemo hier mit Schrotflinte am Tisch. Und hier oben links haben wir dann wieder den Surf and Turf Schriftzug. Das Ganze ist im Hochformat einseitig bedruckt, Rückseite glatt weiß. Und dann haben wir noch ein weiteres Poster, das wir ebenfalls schon so oder so ähnlich aus dem Booklet kennen. Und zwar Asimemo hier vor diesem Mercedes Cabrio. Und auch hier oben links haben wir wieder den Surf and Turf Schriftzug. Dieses Poster im Querformat, Rückseite ist glatt weiß. Also 2 Poster und beide sind einseitig bedruckt. Und dann haben wir noch dieses Brillenetui. Ist meiner Meinung nach, soweit ich es weiß, absolut Premiere in einer Box. Also ich habe noch nie ein Brillenetui gesehen. Es gab zwar schon diverse Mal solche Stoffsäckchen mit Sonnenbrillen drinnen, aber noch nie eins mit einer richtigen, ja, Schatulle oder mit einem richtigen Etui. Generation Aslak ist ja auch wieder aufgedruckt in Gold. Ansonsten das Ganze glatt schwarz in so einer Hochglanzoptik. Hier hinten haben wir dann das Metall, das Scharnier zum Aufklappen. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier die Sonnenbrille in Folie. Und dann lesen wir hier noch A double si. So sieht das aus. Also goldener Schriftzug, sieht echt edel aus. Hier in dem Schwarzen, hier kann man es gut sehen. Sehr schön. Okay, das Ganze ist hier auch noch so etwas ausgepolstert. Also echt Liebe zum Detail. Und dann schauen wir uns mal die Sonnenbrille an. Wir haben hier die beiden, nicht die beiden, aber den einen Teil hier noch in Folie. Und zwar haben wir hier das Ganze in Schwarz und Gold, passend zum Brillenetui. So sieht das aus. Kein erkennbares Logo, die irgendwas hier angebracht, kein Schriftzug, Generation Aslak, irgend sonst was. Aber wir haben hier oben einmal A double si in goldener Schrift. Und dann haben wir noch einen Aufkleber UV 400 Protection. Den kann man natürlich abmachen, damit man dann auch gut durchsieht. So, also so sieht das Ganze dann aus. Von der Optik her, ja, so eine Mischung aus Casal und Versace, sage ich mal. Aber die, die solche Sonnenbrillen tragen, werden damit sicher zufrieden sein. Ich bin generell jetzt nicht ganz so der Sonnenbrillen-Fan oder der Sonnenbrillenträger, aber hin und wieder ist das ganz nett, wenn man eine dabei hat. Und dann kann man die auch gleich in diesem kleinen Etui hier mitbefördern. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was hier alles in der Box befindet. Also einmal dieses Brillenetui inklusive dieser Sonnenbrille A double si. Dann haben wir hier die beiden Poster, eines im Querformat, eines im Hochformat. Beide sind einseitig bedruckt. 3 Sticker, jeweils quadratisch. So sehen die aus. Dann die Bonus-EP der Generation Aslak Label Sampler bzw. die Label EP Volume 1. 5 Tracks sind damit drauf. Und dann natürlich das Album an sich, Surf and Turf, womit wir dann auf insgesamt 18 Tracks kommen. Das alles in dieser wunderbaren Box Surf and Turf von Asimemo.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Asimemo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.